Meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück über den Dächern von Libertalia, der geheimen Piratenstadt, wo Avery und andere Kapitäne sich eine geheime, ja, richtige Stadt, kann man sagen, aufgebaut haben, prunkvoll mit ihren ganzen Schätzen, die sie eben so hatten, angesammelt haben, um hier in Ruhe und Frieden leben zu können. Wir haben jetzt inzwischen festgestellt, irgendwas ist hier aber passiert. Es gab einen Kampf, es kamen irgendwelche Engländer und haben hier also viele Leute getötet. Man sieht auch in den ganzen Häusern, wir sind ja teilweise durchgegangen, da sind die Teller liegen gelassen worden und alles so, als wäre irgendwas Schlimmes passiert irgendwie. In dieser eigentlich ja sehr schön gelegenen Stadt, ist doch traumhaft diese Kulisse. Also da hätte ich gerne gewohnt, habe ich gesagt letztes Mal. Und ja, wir sind aber ja hier vor allem, um unseren Schatz zu holen. Ich zweifle ja immer noch, dass wir den wirklich irgendwann finden oder dass es tatsächlich einen Schatz gibt von Wert, aber gut. Da hinten sehen wir jetzt gerade diese Häuser von Avery und seinen Männern. Die haben da abgelegen gewohnt in sehr dicken Villen. Und da wollen wir jetzt hin. Ich habe beim letzten Mal, gestern habe ich zum ersten Mal ausprobiert, das mit diesen zwei Parts statt einem. Also statt einem langen, zwei kürzere zu machen. Und das kam auch eigentlich bei den meisten gut an. Viele haben sich gefreut. Es waren nämlich jetzt insgesamt dann doch wieder irgendwie über 40 Minuten. Ich versuche das heute mal bei einer halben Stunde zu halten, aber wieder zwei Parts zu machen. So. Ich glaube, das war genug erzählt. Wir machen jetzt weiter. Schön, dass ihr da seid. Walle Gaming, der Drogenhändler eures Vertrauens. Wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Mit der täglichen Dosis Anschade. Panzerfaust? Ist okay? Wieso klettert er nicht weiter? Irgendwie klettert er gerade nicht weiter. Ah, ich muss hier runter. Pass auf, weg da! Was raus, Erde, sagt er die Luft. Was? Hier unten! Cover! Ich dachte gerade so, ach, wir machen friedlich ein bisschen weiter. Komm schon! Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Er ist runtergefallen. Ich dachte, wir machen friedlich ein bisschen weiter, klettern dahin und jetzt zwei Minuten und schon ist hier komplettes Chaos. Ach Mann, müssen die immer alles kaputt machen? Die schönen alten Gebäude. Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Steh! Kletter, Nate, kletter! Heilige Scheiße, Mann! Alter, nein! Hilf mir mit der verdammten Tür! Immer weiter! Immer weiter! Okay. Granate! Ich dachte, er fängt jetzt ohne Probleme sich da noch an dem Ding. Das sah jetzt tatsächlich krank aus, weil er da tatsächlich runtergefallen ist. Hat er's jetzt? Jetzt hat er's. Halt dich fest, mein Junge, halt dich fest. Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Ich komme hier gerade noch nicht höher. Jetzt. Jetzt geht aber auch alles schief hier. Es war so friedlich wieder. Wir haben so schön uns hier auf den Turm und ich dachte, wir können ein bisschen eine schöne Wanderung machen in Richtung Häuser und dann kommt hier so eine Scheiße mit Panzerfäusten und Granaten.
Ah, oh Gott. Und die müssen immer alles kaputt machen. Die schöne alte Stadt wird hier mit Wasserfäusten geschossen. Okay, halt, halt. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh Gott, verdammt. Drakes gegen Nadine, die zweite Runde. Ich glaube nur, dass Nadine uns auch beide fertig macht. Die ist ja ziemlich hart. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihnen. Oh nein, das wird nichts. Die Braut ist einfach nur krank. Die hat uns schon mal verprügelt. Könnten wir vielleicht einfach da... Sie gibt ihm einfach einen Kick und er fliegt aus dem Fenster. Alter, die Braut ist krank. Wenn wir nicht verfeindet wären, würde ich ja gerne mal mit ihr in Ruhe quatschen. Aber sie ist einfach nur ein krankes Powerwife. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie verprügelt uns gerade beide. Aber ich komme jetzt, ich komme jetzt. Dean! Sie tritt uns aus dem Fenster, wir treten sie durch die Decke. Oder durch den Boden. Sie sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil.
Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel, nein, nein. Hör zu, Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam. Das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe. Du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Oh mein Gott. Nate! Hey, Nate! Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Okay. Was soll ich denn jetzt davon halten? Also Kapitel 16, die Drake-Brüder. Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ja, aber was soll ich denn jetzt davon halten? Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gut finde. Also, Nadine findet uns, wir prügeln uns. Irgendwie landen wir halt dann da. Das Ganze ist ein bisschen gefloppt und Rafe kommt dazu und wir erfahren die ganze Scheiße, nämlich dass Sam uns die ganze Zeit angelogen hat. Unser großer Bruder, da steht er, aber das ist schon ein paar Jahre her. Hat uns was von einem Ausbruch erzählt. Wir haben ja sogar diesen Ausbruch mit Alcazar gespielt. Den fand ich richtig krass, weil ich fand, Alcazar war gut gemacht. Aber das war halt alles nur eine Lügengeschichte von Sam. Rafe holt ihn raus. Und Sam verarscht ihn und dann verarscht er uns. Und das stimmt ja, Nate hat wirklich sein ganzes Leben zurückgelassen, hat Elena zurückgelassen und alles.
und sein Leben riskiert. Und der Grund war eigentlich natürlich auch, um den Schatz zu finden, aber vor allem auch, um seinen Bruder zu retten. Und dann stellt sich raus, das war alles nicht. Meine Güte. Weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Und ich weiß vor allem nicht, was ich davon halte, dass jetzt... Ich habe jetzt nicht genau gesehen, aber irgendwer wurde ja erschossen. Ich denke mal, der Schuss ging dann tatsächlich auf Sam, der dann wahrscheinlich jetzt doch dann tot ist oder was. Wir hatten ja schon mal gedacht, der wäre tot. Und Nate fällt runter und plötzlich kommt Elena. Das finde ich jetzt wieder komplett, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wo kommt die jetzt bitte schon wieder her? Komisch. Na gut. Und dann noch dazu kommen wir jetzt zurück, ja, wo wir ganz am Anfang waren, wo die beiden aufs Motorrad gestiegen sind und hier hinfahren wollten. Jetzt sind sie hier angekommen. Aber das ist jetzt so rausgerissen. Man will doch jetzt wissen, was passiert ist. Und jetzt soll man hier plötzlich in der Vergangenheit wieder spielen. Na gut. Die Drake-Brüder. Dann können wir ja hier den ersten Part beenden für heute, aber weil es jetzt gerade passt thematisch. Na gut, dann machen wir jetzt im nächsten Part weiter. Bis gleich.